So, frisch ausgerastet, ausgerastet, genau. Ausgeruht geht's weiter. Und wie gesagt, ja, eben hatte ich versehentlich was mit dem Schneiden verkackt. Da hatte ich ein bisschen was umgebracht, da war aber, glaube ich, auch noch so ein Zombie-Typ in dem Raum. Ja, genau. Ja, und der hat jetzt oben noch was kaputtgeschossen, die Sau. Kriege ich aber ansonsten so kaputtgeschossen. Ist in dem Raum anscheinend nichts. Na toll. Ja, mehr hatte ich ja auch nicht gemacht. Also ich bin nur kurz in den Raum rein, hab's einmal aufs Maul bekommen, hab so ein irgendwas getötet und bin dann wieder weggelaufen. Da ist noch einer. Knacke ich jetzt. 50%. Dann knacke ich es halt nicht. So. Da ist ja ein stärkerer. Warte ich mal, bis sie hier ankommen. Na, ah, von der links. Boah, ist eine Stufe 3. Naja, da ist eine Werkbank, sehr schön. Alle, die nächste. Oh. Okay, dann gehe ich noch weiter in die Ecke, damit er mir dieses Heilding nicht kaputt schießt. Funktionieren. Out of range, na toll. Alle mal nachladen. Gut. Raw Meat, wieder ordentlich was bekommen. Das Fett, das werde ich mir sofort reinziehen. Yum, Fett. Okay. Hm.
Ja, genau, Heavy Slug Throwers, aber da brauche ich noch Nanowires für, glaube ich, war das. Auf jeden Fall so blaue Spulen. Ich glaube, die. Na, da habe ich eben einmal zur Not mit der eine Salve geschossen. Ja, so, was ich hier machen wollte, war noch eine X-Rifle bauen. Was? Achso, Edge Ingredients. 73% ist natürlich jetzt eine gute Chance, dass das failt. Hat funktioniert. Weil dann brauche ich hier nicht immer so am Limit zu gehen. Dann kann ich zwei Waffen haben, die voll. Zumindest eine kann ich leer schießen und mit der anderen weiterschießen. Dass ich da nicht direkt immer auf dem Zahnfleisch wandere. Weil man die halt nicht nachladen kann. Das heißt, wenn da ein Schuss drin ist und man die dann nachlädt, dann ist quasi dieser eine Schuss verloren. Wenn ich dann zwei Waffen habe, kann ich das ein bisschen besser aufteilen. Oh, die nächste. Nachladen. Nachladen. Okay. Okay. Der war ein bisschen gefährlicher. Will ich aber trotzdem, glaube ich, mit dem Schwert kaputt machen. Und hinüber. Schön. Mission accomplished. Steroid Enhancers. Na, die hatte ich noch nicht gebaut. Aber das Problem ist, dass man sich damit auch eventuell abschießt, also dann dümmer macht. Das wäre noch nicht so schön. Aber ich bin Stärke sowieso schon am Maximum. Dass das gewinnen kann ich dadurch jetzt eigentlich nicht, so klar. Den lasse ich dann sich selber in die Luft jagen. Okay, das wird natürlich dann eng, wenn dann noch ein zweiter dazukommt. Der ist kaputt. Ich guck mal gerade, dass ich die Waffen ein bisschen umsortiere. Einfach dafür, dass wenn ich die eine Laser Rifle nehme und dann zur nächsten Waffe mit Tab wechsle, dass ich dann zur anderen Laser Rifle komme. Müssten jetzt eigentlich beide nachgeladen sein. Der eine ist auf 10. Na, ich komme mit Tab auf die Schrotflinte. Dann verstehe ich das System nicht.
Naja, wurscht. Der da oben ist der Interessante. Jetzt ist er am Rauchen. Und kaputt. Und anscheinend irgendwelche tollen Sachen. Kennenparts, na ja, toll. Eine Werkbank. That's the ticket. Ja. Flammenwerfer-Munition. Ist jetzt nicht so super hilfreich. Den kann ich jetzt knacken. So, und dann werde ich mich mal gerade hier rüber heilen. Ach, scheiße, da habe ich falsche Waffe gehabt. Der muss weg. Oh, sofort tot. Und nicht. Okay, sonst ist hier nichts. Fleisch. Sehr schön. Der ist wieder stärker. Da ist die erste Waffe jetzt leer. Aber den werde ich jetzt einfach... Oh. Nicht mehr so wirklich durch. Der vergiftet eigentlich böse. Aber ich glaube. Ich glaube, das macht da zum aktuellen Spielstand nur noch wenig aus. Na, jetzt zerstört die. Gegenstände, wie es aussieht. Items damaged, aber... Um wie viel die jetzt damaged sind, das weiß nur der Wind. So.
können auch nachgeladen werden. Und dann kann ich mal so ein Sandwich futtern. Ja, 1%, das kann ich auch sein lassen. Auch 1%. Da gibt es sonst keinen Eingang zu. Da will ich schon rein. Ich versuche jetzt mal mit dem Lockpick. Schön. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Vermutlich nicht. 2 von denen. Der ist harmlos. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt 2 Dietriche oder 3 Dietriche dafür verbraucht habe. Was gibt's hier? Wahrscheinlich Fleisch. Hilft ja nichts. Safe Cheese. Hervorragend. Oh, hier war aber jetzt keine Küche mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob eine Ebene drüber eine Küche war. Muss ich nachher mal schauen. Wer ist das? Ja. Komm schon, stopp! Mal auf Ammo. Well, hell. Das habe ich ja toll kaputt gemacht. Decrease Speed. Da oben ist aber auch nichts mehr. Dann werde ich mich mal augmentieren. Wahrscheinlich werde ich ja wieder Roboter durch Wände sehen können, wovon ich denn sehr viel habe. Nein, ich habe es sogar mit 99% kaputt gemacht.
Duct tape. Dann lasse ich das. So, und hier gibt es einen Speed-Bonus. Damit kann ich wieder Kram hin und her moven. Das war Recharge. Da war ich wohl noch nicht. Was machen wir da? Die Tür ist kaputt. Naja. Na, das war ja doch ganz, ganz angenehm noch. Da unten kann ich mich mal heilen. Speed Boost. So. Auf dem Kopierer scheint noch eine Ladung zu sein. Was soll ich denn? Man kann wieder Nahrung kopieren. Was Besseres fällt mir doch gerade nicht ein. Nochmal, okay. Brauche ich irgendwas? Muss ich irgendwas reparieren? Na, im Grunde kommt drauf an, wie hoch die Chance ist. 80% repairs remaining 2. 90%, ja, dann repariere ich meine Rüstung einfach mal. Und das Ding kann auch eine Reparatur vertragen. Fertig. So, jetzt wollte ich gucken, ob hier oben noch eine Küche war. Okay. Wobei. Ich mach mal hier wieder Platz. Dann nehme ich das Ding mit. Jetzt bei 5 Runden lohnt es sich nicht. Bei 5. Also zum Anziehen von der Dückenrüstung brauche ich 5 Runden. Ich muss unten erst noch den Raum sauber machen. Wo ich dann wieder den Kram hintransportiere. Oder habe ich schon was, das ich umbauen kann? Naja,
Ich baue mal gerade Energy Backpacks. Werde ich dann von hier aus einsammeln. Ach, werde ich direkt mehr machen können. Macht nichts. Werkbanken habe ich hier genug. Dafür habe ich natürlich jetzt so keinen Platz. Ist aber kein Drama. So, dann mache ich hier den Raum noch sauber. Ich werde mal gucken, dass ich diese kleinen Mistdinger zuerst töte, bevor ich die mich enragen und ich damit der super teuren Waffe durch die Gegend balle. Out of ammo. Na gut, da fertig ja jetzt noch die andere, aber eigentlich hätte ich die natürlich nachladen müssen. Poison Level 3. Dir. Den Rest kann ich mit dem Schwert machen. So. Safe Cheese. Was konnte ich damit bauen? Ich gucke hier mal in meiner Liste wieder nach. Safe. Wenn ich zwei habe, dann kann ich damit... Naja, ich habe kein Stale Bread. Ich habe ein normales Bread. Ein Omelette könnte ich bauen. Mit zwei Eiern. Aber... Genau da, ein Starfondue. Das will ich mal machen. Ja, werde ich das gleich mal zaubern. White, okay, use Brain Drain. Saugt das Hirn aus. So, hier werfe ich mal die Nahrung hin. Das esse ich. Der ist jetzt sehr kann weg. Die brauche ich auch für Nahrung. So, hier kommt der Bastelkram hin. Die kann ich wieder zerstören. So. Brauche ich nicht, dann habe ich zu viele von. Die stacken noch nicht mal. Na toll.
So. Ich schätze mal, dass sich der nächste Teil dann wieder nur um den Abtransport drehen wird. Jetzt lege ich hier die Sachen hin, die ich nicht mehr brauche. Oder die ich zum Transportieren nicht mitnehmen will. Na. Die nehme ich dann nachher wieder alle mit. Die fülle ich dann nach. Lege ich auch mal hier hin. Ja, dann mache ich jetzt einen Schnitt.